Soll ich oder soll ich nicht? Ich trau mich. Verehrte Zuschauer, trotz großer Wohnungsnot, von der vor allem Familien mit Kindern in Ballungsgebieten betroffen sind, ging im letzten Jahrzehnt der soziale Wohnungsbau erheblich zurück. Ständig steigende Baukosten bei gleichzeitiger hoher Verschuldung von Ländern und Gemeinden zwingen heute zum Umdenken bei allen Verantwortlichen. Gibt es Möglichkeiten, preisgünstiger zu bauen, sodass das Eigenheim auch für sozial Schwächere erschwinglich wird? Ich weiß nicht. Also Wohnungen für Familien, die über zwei Kinder liegen, das ist Utopie, die gibt es überhaupt nicht. Und wenn es Wohnungen gibt, dann sind sie also so riesig teuer, so hochtragend, dass man das gar nicht zahlen kann. Und ab zwei Kindern aufwärts bist du asozial. Und dass wir jetzt hier unser eigenes Häuschen haben, bauen, selbst dran, handwerklich uns betätigen können. Also was Schöneres gibt es im Moment gar nicht. Gell? Endlich mal Ruhe und Frieden und den Raum, den sich praktisch jeder die ganzen Jahre über gewünscht hat. In der Darmstädter Satellitenstadt Kranichstein wird zurzeit an einer Siedlung gebaut, von der man sich belebende Impulse für den dahinsiechenden Sozialwohnungsbau erhofft. 26 Reihenhäuschen sollen hier als Eigentum nach den üblichen Förderungsbedingungen des sozialen Wohnungsbaus entstehen. Das Grundstück für das Modellbauvorhaben stellte die Stadt in Erbpacht zur Verfügung. Die künftigen Hauseigentümer sind vorwiegend Familien mit mehreren Kindern. Sie müssen hier mit 126 Quadratmeter Wohnfläche auskommen und durften die Einkommensgrenze nicht überschreiten, die für Mieter im sozialen Wohnungsbau gilt. Um Geld zu sparen, verzichteten alle auf eine kostspielige Unterkellerung und bauten stattdessen Abstellräume zu ebener Erde. Außerdem konnte jeder die eigene Arbeitskraft als Kapital einbringen. Die Wände wurden alle selbst gemauert. Dann haben wir also angefangen mit Fliesen und Tapezieren und was eben noch kommt, die Anschlüsse der Bäder und die Installation. Und es ist eigentlich nicht viel von Firmen gemacht worden. Die Außenfassade haben wir selbst gemacht und die Türen haben wir selbst eingesetzt, das Dach gedeckt. Aber es macht Spaß. Man freut sich über praktisch über jeden Stein, über jede Schraube, die man selbst ein... Schneidräht, jede Stecker, alles. Man freut sich über jedes Stück, was man praktisch selbst...